Hoher Besuch beim SRH-Krankenhaus in Friedrichroda. CDU-Landtagskandidat Hans-Georg Kreuzburg war es gelungen, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einzuladen. Der Minister zeigte keine Berührungsängste im Umgang mit Pflegepersonal, Ärzten und Klinikleitung. Nach einem kurzen Besuch auf einer Krankenstation stellte er sich den vielen Fragen der interessierten Zuhörer. Seine zentralen Themen: Wie kann der Pflegeberuf wieder attraktiv gemacht werden? Wie soll das neue Transplantationsgesetz gestaltet werden? Spahns wichtigste Frage aber war, wie in politisch zugespitzten Zeiten die Menschen und die Politiker kooperieren können und wie man dann zu gemeinsamen Lösungen findet. Da wurde der Minister bei aller Ernsthaftigkeit durchaus emotional. Lieber Herr Spahn, ich freue mich wirklich außerordentlich, dass Sie meiner Einladung im Januar gefolgt sind. Deswegen bin ich gerne hier in einer Zeit, das erleben wir übrigens gerade auch in diesen Tagen wieder sehr hart, wie ich finde, wo das Miteinander reden, das Miteinander diskutieren, das Miteinander leben, ja, nicht einfacher geworden ist, nicht harmonischer geworden ist, an vielen Stellen polarisierter geworden ist, manche Auseinandersetzung sehr unerbittlich geworden ist, sehr hart. Und wo mir wichtig ist, dass wir eben im Gespräch miteinander ja über Probleme reden und ja auch unterschiedlicher Meinung sind. Wäre ein bisschen langweilig, wenn wir hier alle im Raum einer Meinung wären, dann wird nicht viel Produktives da oben passieren. Aber dass wir eine Debatte immer so führen, dass wir am Ende zusammenbleiben wollen. Dass wir am Ende die gemeinsame Lösung suchen, dass Respekt bleibt für die Meinung des anderen. Und eine Sekunde lang zu unterstellen, der andere könnte auch Recht haben, fällt nicht nur bei Facebook zunehmend schwer. Oder das Verächtlichmachen von Kompromissen. Oder jeder Kompromiss, jedes auf eine Lösung sich einlassen, dann gleich als Verrat, am besten noch als Volksverrat, dann tituliert wird. Ich weiß nicht, wie Sie das zu Hause in der Familie machen. Ohne Kompromiss ist schwierig. Und gerade bei Gesundheit und Pflege haben wir zwei, drei Themen, die sehr grundsätzlich es wert sind, breit diskutiert zu werden. Organspende, so ein Thema, das mir persönlich ein sehr, sehr großes Anliegen ist, wo wir 10.000 Menschen haben, die warten, voller Hoffnung auf ein Spenderorgan. Und jeder von uns könnte morgen jemand sein, der auch wartet, die eigenen Partner, die eigenen Kinder. Wir haben über 80% der Deutschen, die sagen, sie finden Organspende richtig und wichtig und gleichzeitig Tiefstand bei den Spenderorganen. Wir haben immer mehr, die vergeblich warten. Und das braucht halt eine gute Debatte. Wollen wir bei der heutigen Regelung bleiben? Man ist Organspender nur dann, wenn man ausdrücklich Ja sagt. Oder drehen wir das um? Jeder ist Organspender, weil ja auch jeder potenzielle Organempfänger ist im Fall der Fälle. Außer man sagt ausdrücklich Nein zu Lebzeiten. Und da gibt es kein Gut oder Böse, kein Null oder Eins, kein Richtig oder Falsch. Das ist eine Abwägungsfrage. Es gibt gute Argumente dafür und dagegen. Und wir führen gerade diese Debatte im Deutschen Bundestag. Ich spüre, dass die in vielen Familien, auf Arbeit, an vielen Stellen geführt wird. Und wir werden eben dann aus dieser Debatte im Dezember eine Entscheidung im Bundestag machen. Und nichts ist schlimmer als diese Endlosdebatten, von denen wir auch manche haben in diesem Land. Und so alle paar Monate wieder. Aber irgendwie verändert sich nichts. Und deswegen eben Debatte zur Entscheidung. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, der wichtig ist, aus meiner Sicht auch, um Zusammenhalt zu stärken, ist eben tatsächlich darüber zu reden, wie wir für Sie, für die Bürgerinnen und für Bürger, für die, die im Gesundheitswesen jeden Tag tätig sind, die als Patienten da sind, im Alltag einen Unterschied machen. Denn ich tippe, die allermeisten interessiert es jetzt nicht, hauptsächlich jedenfalls, wer da gerade Gesundheitsminister ist, wer Parteivorsitzender ist. Das sind alles so Debatten, die wir da manchmal führen in Berlin. Aber für Sie ist doch viel wichtiger die Frage, was passiert eigentlich bei mir im Alltag? Habe ich als in der Pflege mehr Kolleginnen und Kollegen? Verändert sich was? Haben die eigentlich ein Verständnis, ein Wissen davon, wie das so ist auf Station, wenn fünf gleichzeitig klingeln und man vielleicht gerade allein ist? Wie ist es mit der Bezahlung, mit der Bürokratie? Also machen wir im Alltag einen Unterschied. Und gerade in der Pflege ist da viel Vertrauen verloren gegangen in den letzten Jahren, weil zumindest in zu vielen Krankenhäusern die Situation eben auch nicht leicht war und eher ist stressiger und anstrengender geworden. Da sind wir jetzt dabei, schrittweise, und wir haben gerade schon auf Station kurz drüber sprechen können, gegenzusteuern, seit dem 01.01. zu sagen, jede zusätzliche Pflegekraft im Krankenhaus wird finanziert. Und Sie haben ja schon gesagt, es gibt auch schon die ersten
die Sie zusätzlich einstellen konnten. Ab dem 1.1. wird Pflege vollständig in die Selbstkostenfinanzierung gebracht. Was heißt das? Alle Aufwendungen, die Sie hier haben für Pflege, werden dann, wenn Sie noch 50 Kollegen mehr einstellen, dann auch die, oder 100, werden dann finanziert von den gesetzlichen Krankenkassen. Das ist die größte Veränderung in der Krankenhausfinanzierung seit 20 Jahren. Heute ist vor allem die Pflege auf der Strecke geblieben. Vor allem die Pflege auf Station, weil da nicht der Umsatz ausgelöst wird. Am OP-Arzt werden Sie als Letztes sparen, weil der löst ja im Zweifel mit seiner Operation den Umsatz aus. Und deswegen eben dagegen zu steuern durch eine andere Finanzierung von Pflegekräften. Die anderen Beschäftigten im Krankenhaus bleiben in der Finanzierungsstruktur, wie sie heute ist, sind ja nicht finanziert, aber eben in der Struktur. Der zweite Teil ist aber, nicht nur Stellen zu finanzieren, sondern dann ja auch sie besetzen zu müssen. Und der Arbeitsmarkt in der Pflege ist gerade ziemlich leergefegt. Wir haben 50.000 bis 80.000 offene Stellen in der Alten- und in der Krankenpflege. Der wichtige Unterschied zu vor 3 Jahren ist, sind finanzierte Stellen. Das Geld ist da. Muss nur besetzt werden. Jetzt müssen wir schauen, wie wir eben zu mehr Pflegekräften kommen. Die Ausbildungszahlen weiter erhöhen, wie sie hier auch vor Ort ausbilden. Die Ausbildung attraktiver machen. Ab dem 1.1. gibt es nirgendwo in Deutschland mehr Schulgeld. Wir haben immer noch Regionen, wo man Geld mitbringen muss zur Pflegeschule. Völlig verrückt. Und ab dem 1.1. gibt es eine Ausbildungsvergütung von regelhaft über 1.000 Euro im Monat. Ich finde auch, das ist was, was mithalten kann mit anderen Ausbildungsberufen. Wo wir schauen wollen, Sie haben gerade angesprochen, es sind hier einige, die sich eben später auch nochmal entschieden haben, in die Pflegeausbildung zu gehen, Umschulungen zu finanzieren. Wer sich mit 30, 40, 55 entscheidet, nochmal eine Ausbildung zu machen, müssen wir natürlich schon auch schauen, weil nur mit der Ausbildungsvergütung ist schwierig dann. Man ist nicht mehr 18, hat eine etwas andere Lebenssituation. Auch da sind wir mit der Bundesagentur und dem Arbeitsministerium am Schauen, wie wir besser dauerhaft dann diese Differenz auch finanzieren, dass ich mehr für diese Ausbildung entscheide. Fachkräfte aus dem Ausland. Ich kriege ja da manchmal die Frage gestellt, warum ist der denn da in Kosovo und in Mexiko unterwegs, Philippinen, und schaut nach Pflegekräften, können wir nicht mehr hier ausbilden? Ja, wir wollen mehr hier ausbilden. Aber meine Damen und Herren, diejenigen, die vor 17, 18 Jahren nicht geboren wurden, die können wir halt heute auch nicht ausbilden. Wir hatten 1964 in Deutschland 1,4 Millionen Geburten. Letztes Jahr 700.000. Das heißt, wir wissen heute schon, so in 12, 13, 14 Jahren, jedes Jahr gehen doppelt so viele Menschen in Rente, die aus der 10. Klasse mit 16, 17, 18 Jahren auf den Arbeitsmarkt kommen. Und deswegen wird diese große Zahl an Pflegekräften, die wir brauchen, ganz ohne Fachkräfte aus dem Ausland nicht gehen. Das ersetzt nicht alles. Das sind übrigens auch keine Billigkräfte, wie ich da manchmal lese. Dann lese ich dann wieder, im Internet ist ja immer viel los. Er will auch wieder nur Billigkräfte holen. Ich sage Ihnen, auch die Pflegekräfte aus Mexiko und den Philippinen kommen nicht nach Deutschland, wenn die Arbeitsbedingungen nicht stimmen. Weil die könnten aus Frankreich nach in die Niederlande, nach Großbritannien gehen. Auch da muss es eben stimmen. Also wir wollen alle Register ziehen. Diese und mehr, und wenn Sie noch ein paar gute Ideen haben, die Sie mir mitgeben wollen, dann bitte gleich in der Diskussion, um Pflege insgesamt attraktiver zu machen und schrittweise für Sie im Alltag einen Unterschied. Einen Unterschied zu machen. Und ich weiß auch, und das wissen Sie auch, das wird nicht alles in 6 Monaten das Paradies sein. Macht euch ohne. Es wird nicht in 6 Monaten das Paradies sein. Aber ich bin schon der glücklichste Gesundheitsminister der Welt, wenn Sie in 6 und 12 Monaten sagen, ich merke, die Richtung stimmt, es verändert sich was in die richtige Richtung. Und das gilt eben auch in anderen Bereichen. In der Frage haben wir, ja, sprachen über die Krankenhäuser im ländlichen Raum, Apotheken, Ärzte. Die Frage, ich komme selbst aus dem 3700 Seelendorf im Münsterland, haben wir noch einen Hausarzt vor Ort, eine Apotheke vor Ort, ein Krankenhaus in erreichbarer Nähe, hat was mit Heimat zu tun, mit der Frage, ob man sich wohlfühlt und wohlfühlen kann. Wir werden Rahmen setzen dafür, dass das möglich ist, daran arbeiten will. Wenn Sie den ganzen Tag rufen, zu spät, zu wenig, nützt nichts, alles scheiße, Notstand, wie wollen wir denn dann zusammen schaffen, dass vielleicht ein paar mehr mithelfen, dass es eben nicht mehr so ist, wie es ist. Und ich kann Sie ja nur bitten, Sie können ja sagen, was der Minister erzählt, interessiert mich alles nicht, sehe ich anders, mache ich so, alles okay. Aber wenn Sie wollen, dass wir es zusammen schaffen, dass es in der Pflege besser wird, dann können Sie mich nicht nur in Berlin vorturnen lassen, sondern das kann ich nicht gegen Sie.
Das kann ich nur mit Ihnen. Und den Teil kann ich leider von mir. Und den Teil kann ich am Ende nur bitten. So, mehr kann ich nicht machen. Und Sie sagen dann halt, redet Mist, ist auch okay, ist im freien Land möglich. Und auch gut so, dass es möglich ist. Aber den Teil wollte ich auf jeden Fall nochmal hier lassen, weil sonst kriegen wir es halt auch nicht hin. Herr Kreuzburg, wir haben gerade 1,5 Stunden lang Gesundheitsminister Spahn erlebt. Wie ging es Ihnen in dieser Zeit? Na, ich habe mich natürlich gefreut, dass der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn meiner Einladung gefolgt ist und sich neben dem Klinikrundgang heute auch die Zeit genommen hat, sich wirklich in einer intensiven Debatte den Fragen der Belegschaft, aber auch den Fragen der Bürger rund um das Thema Gesundheit hier zu stellen. Und das war wirklich eine Diskussion, die mich sehr beeindruckt hat, weil man gemerkt hat, wie der Bundesgesundheitsminister wirklich auf jede Frage eingegangen ist und wie er eben auch wirklich auf jedes Detail eine Antwort hatte. Also kann ich nur bestätigen, ja, er hat sich völlig auf die Menschen eingelassen. Welches Programm nehmen Sie mit aus dieser Diskussion oder welche Anregungen für die Landespolitik in Thüringen? Na, ich nehme mit, dass wir im Bereich der Pflege noch enorme Herausforderungen vor uns haben, die in den nächsten Jahrzehnten und Jahren vor uns liegen. Ich nehme aber auch mit, dass wir gerade im Bereich des Fachkräftemangels eben auch noch große Herausforderungen haben, ob das im Bereich der Pflege oder generell im Bereich der Gesundheitsversorgung ist. Und kann auch eine Landesregierung enorm viel machen, wie man ja auch in der Diskussion gehört hat, dass beispielsweise im Landesverwaltungsamt Stellen fehlen. Das sind ja dann ganz konkrete Aufgaben, wo auch das Land was machen kann. Und das nehme ich von heute mit. Das heißt also, auf der Verwaltungsebene haben wir eine ganze Menge Spielraum in Thüringen. Viele gesundheitspolitische Themen sind natürlich Bundessache. Da können Sie vermutlich nicht direkt was tun. Gibt es Defizite, wo Sie sagen, das muss auf jeden Fall in der neuen Legislaturperiode deutlich besser werden? Naja, Sie sprechen das an, da kann die Landespolitik wenig machen, aber ich glaube, ein Landtagsabgeordneter hier vor Ort kann enorm viel machen, wenn er sich als Brückenbauer versteht. Und genauso würde ich die Aufgabe auch verstehen. Und deshalb finde ich es schön, dass ich heute eine Brücke bauen konnte zum Krankenhausstandort Waldeshausen-Friedrichroda und eben einen Bundespolitiker, und zwar den obersten Chef im Gesundheitsbereich, den Minister, hierher holen konnte. Am Ende war ja ein sehr emotionaler Moment, wo er sagte, ja, wir müssen nicht die ganze Zeit nur meckern, wir müssen eigentlich kooperieren und Sie müssen mitmachen. Wie ging Ihnen das in der Sekunde? Naja, ich habe das natürlich auch gespürt, aber ich teile natürlich die Analyse von Herrn Spahn. Wir werden das alles nicht hinbekommen, wenn wir nur meckern, sondern ich glaube, wir müssen diese Aufgaben sowohl als Politik, aber eben auch die Menschen gemeinsam angehen. Und ich kann an der Stelle auch nur der gesamten Pflegedienstbereitschaft, die auch heute hier war, oder dem gesamten Klinikpersonal auch einfach mal ein herzliches Dankeschön aussprechen für den Dienst, die die ganzen Leute hier vor Ort leisten. Dann sage ich herzlichen Dank und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Ihr Schlusswort? Ich danke Ihnen und hoffe wirklich, dass dieser Tag heute und der Besuch vom Minister auch einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, dass wir in Zukunft auch unseren Gesundheitsstandort hier im südlichen Landkreis Gotha noch weiter voranbringen können. Ich danke ganz herzlich. Danke. Und lieber Herr Spahn, deshalb vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Und an dieser Stelle auch nochmal stellvertretend ein ganz großes Dankeschön an alle, die hier von Ihrer Seite im Gesundheitsbereich arbeiten. Danke für Ihren Dienst. Thank you.